Die Halo 2 Kampagne, die wollen wir hier auf dem Halo Cluster präsentiert sehen. Und da wir ein Community-Kanal sind, natürlich von der Community. Also, Community Let's Play Halo 2. Und das mit der Xbox One, natürlich auch in neuer Grafik hier in Halo 2 Anniversary. Wenn ihr bei diesem Projekt mitmachen möchtet als Let's Player, findet ihr in der Videobeschreibung ein Formular. Dann könnt ihr dann zwei Missionen anklicken, die ihr bevorzugt. Und wir schreiben euch dann später an, weil ihr euren Kontakt angegeben habt, welche Mission wirklich frei ist und welche ihr dann spielen könnt und Let's Playen könnt. Bei der Aufnahme selbst habt ihr natürlich sehr viel Freiraum. Entweder ihr macht es in Koop, also zusammen mit einem Kollegen, oder alleine. Ihr könnt aber auch das mit einem Hintergrundwissen oder mit kreativem Hintergrund füllen. Ihr könnt zum Beispiel zu zweit ein Battle machen, wer bekommt am meisten mehr Punkte, Easter Eggs sammeln oder kurz zeigen, irgendwelche Schädel, Hintergrundwissen vermitteln oder was ihr auch möchtet oder auch einfach klassischerweise Let's Playen. Da habt ihr einfach Freiraum, wie ihr es machen möchtet, wo ihr gerade Spaß dran habt. Und ja, ihr könnt natürlich auch das machen, an diesem Projekt teilnehmen, auch wenn ihr kleiner seid, ein kleinerer YouTuber. Das macht uns nichts. Solange ihr motiviert seid und wirklich auch mitmacht, da würden wir uns natürlich sehr freuen hier auf dem Community-Kanal. Und ich hoffe, euch wird das Projekt allgemein gefallen, auch als Zuschauer. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer sich alles eintragen wird. Und ja, jetzt im Anschluss wird der Johnson uns noch voll labern mit irgendwelchem Hintergrundwissen. Und danach werden wir noch den neuen Prolog von Halo 5 sehen und dann den Prolog von Halo 2 Anniversary. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Projekt, bei der Aufnahme und auf Wiedersehen. Tschüss! Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Ich vertraue Ihnen nicht. Er vielleicht, ich aber nicht. Ist notiert. Das Vertrauen meines Freundes ist nicht von Belang, Spartan. Es ist mein Vertrauen, das Sie sich verdienen müssen. Gebieter? Sie sind ein Jäger, ja? Und Sucher von Dingen. Nicht die offizielle Stellenbeschreibung, aber nah genug dran. Und jetzt jagen Sie andere Spartans? Ich bin nicht auf der Jagd nach Spartans per se, sondern nach dem Spartan. Oh. Sie suchen. 117. Die Identität Ihrer Beute war mir nicht bewusst. Deshalb teile ich es Ihnen jetzt mit. Wir reden hier immerhin über Vertrauen. Darf ich Sie etwas fragen? Ihr Volk hat ihn immer Dämon genannt. War das eine Beleidigung oder ein Kompliment? Eine Beleidigung, sicherlich. Aber eine, in der Respekt mitschwingt. Er war mein Feind, ja. Aber mit der Zeit wurde er ein Verbündeter. Sogar ein Freund. Die Ereignisse, die zu dieser Bindung führten, waren kompliziert. Es war nur ein Schiff da. Eins?
Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen, sicher verstehen Sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal! Es war richtig, dass Sie sich auf die Flood konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte... Es gab nichts, was ich tun konnte. Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten Instrumente. Lange haben Sie Ihre Flotte ehrenhaft und vorbildlich geführt. Aber Ihre Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures Versagen. Nein, es war Ketzerei. Mein Feldzug gegen die Menschen geht weiter. Nein, geht er nicht. Die große Reise wird bald beginnen. Wenn es soweit ist, wird das Gewicht ihrer Ketzerei ihre Füße lähmen. Und sie werden zurückgelassen. Beinahe hätte sie versagt. Die Gelschicht hatte sich verflüssigt. Optik? Total hinüber. Ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Sagen Sie das der Allianz.